Sag ich mal, Servus, grüßt euch, Folge 32 am Start. Mit Horizon Forbidden West und Gexle. Auf Twitch und YouTube. Let's go! Natürlich wie immer, Glocke, liken, kommentieren und so weiter. Viel Spaß und Folge 32, go! Achso, gehe ich jetzt in den Käfig rein, dann wird der zugesperrt von außen. Bin dann ich die Gefangene? Für immer? Aber ich reiß den Käfig ja ein. Ich habe ja diesen komischen Greifhaken da. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums. So, Tür öffnen, auf geht's. Wir Privilegierten werden über Tausende herrschen. Es ist irgendwie so ein bisschen so eine Bond-Festung, wo da am Schluss so ein Bösewicht kommt mit Glatze. Mhm. Die Kunst der Alten wird allein mir Achso. gehorchen. Lol, das ist gar kein Turm, Mann, das ist ein Gelaber von dem. Ihre einfach Main. Und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Genau. Ah. Die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig. Halt die Klappe, Vesri. Heute. Es ist genau. vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt. Betreibe ich dich. Uns. Oh Gott, Boss kommt, scheiße. Oh nee. Gleich Slowmon machen. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Yo! Anders schießt oder was mit so einem Ding? Wow, wow, wow. Kann ich mich irgendwo verstecken? Hallo? Ich kann halt nicht einmal angesehen auf das Teil hier. Wie kann ich meine Ulti machen jetzt halt? Ulti go und jetzt. Viel besser. Wenn ich halt nur so ein bisschen Übersicht hätte wegen diesem. Ich muss halt diese Zeitlupe machen, aber der Zeitlupe tut sich so nah ran, so dass es halt schwierig ist. Was denn jetzt? Was hast du denn jetzt für eine Waffe genommen, randommäßig? Hallo? Warte, ich habe jetzt irgendwas gedrückt wieder. Was ist. Wieso macht sie denn das jetzt? Alter, wieso macht sie denn das jetzt? Jetzt schmeißt sie da so komisch sich dahin. Ja, ich habe R2 gedrückt. Wie denn? Ich habe L2 gedrückt und R2 zum Anvisieren. Aber sie hält gedrückt und so ein blöde Steuerung, Mann. Irgendwann drehe ich durch mit dieser Controller-Steuerung. Also ich weiß nicht, ob das lang durchhalte hier mit diesem Controller-Spiel. Ich muss da ab und zu ragen. Ich verstehe, warum die Controller-Spieler alle ragen. Ich habe schon viele gesehen. Halt deine Fotze. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Yo, 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 ist der gut jetzt? Okay, besser.
ist der Alexa. Stopp, erinnere mich gleich, Chat, dann, dass ich zum Gefrierfach muss. Flasche rausnehmen. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Alexa! Stopp! Ich hab sie verloren! Kann ich nicht einmal Nahkampf machen? Ich mach Nahkampf null Schaden. Jetzt habe ich gedrückt das hier. Wollte mich nur kurz heilen jetzt. Okay, Eldre, du bist als nächster dran. Oh. Jo, hallo, lass mich kurz. Yo, 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 yo! Holt hier an. Ich muss Dinge aktivieren, Heilung. Keine Minigun. Wie gerne sehe ich dich sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Oh, Granate. Ja, passt so. Bester Kopfschuss. Brille, Abschau! Boah, bitte lass. Boah, ich hoffe, ich muss nicht selber rennen. Ich drehe einfach manchmal durch, wenn ich einfach nichts unter Kontrolle habe. Dann drückst du Knöpfe hier und da und es ist zu viel gleichzeitig, dann passiert irgendwas. Dann stellst du dir vor, du machst das und drückst du was anderes, also... Geht's dir gut? Ja, ja, das wird wieder. Ja. Er alleine wäre kein Problem. Also ich meine, der Roboter da oder... Ich hoffe, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen, die sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Was ich huste, wenn ich immer Mute schicke, kann man auch glauben, ich habe 24/7 Corona. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schau mich mal um. Ja, schau mal um, weil es war sehr Vesre. Wenn da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Treue Eclipse. Ach du Scheiße. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Ich hab doch gar nicht abspielen gedrückt. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht. Ach du Kacke. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Kannst mich nicht überlassen. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte. Das sind alles Sidequests, ne? Gar nicht die Mainquest hier. Hier ist noch irgendwas. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, was sind das werden sie finden und so dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Vielleicht mal prüfen, was mein Fokus ist. Achso, gab's den schon im ersten Teil, oder was? Der alte Tresor stand da? Das Suchen? Schön, schön. Achso, das war's ja. Kleiner Geheimgang hier. Was dann noch? Lüftung öffnen da. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier auf der anderen Seite noch was gesehen. Nochmal so ein Gelaber hier. Fünf Stämme. Ach du Fünf Bomben. Das
Das ist perfekt. Das ist echt wie so ein Bond-Bösewicht. Wenn ihre Hauptstädte zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Ich dachte, jetzt macht er es. Vesri lassen. Er hatte große Träume. Ich dachte, jetzt macht das wie bei. Das ist alles, was ich wissen muss. Dein Leiden geht da durch. Ich sollte mit Jeff reden. Ihm sagen, was ich gefunden habe. Yep, Jeff. So, dann nehmen wir mal Jeff. Jeff. Mit Jeff. Was geht's? Vesris Kameraden sind tot. Die Eclipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaru dar. Eclipse of the Heart. Und auch nicht für den Rest der Welt. Schade. Ich wüsste zwar nicht, was ein durrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Klar. Bis bald, hoffe ich. Ich bin im reinen Klang mit dir. Over. Den Schrecken rettet. Nebenquest abgeschlossen. Beste. Beste. Okay, nun müssen wir anscheinend rein zu den Koordinaten, die du auf dem Turm erhalten hast. Aber das ist eine Mainquest. Habe ich keine Story-Quest, Nebenquest mehr? Nee. Alle Nebenquests abgeschlossen. Sehr geil. Was ich halt noch nicht verstanden habe, Aufträge. Verdient ihr alle Nahkampfabzeichen? Achso, nee. Warte mal, da, wo ist denn der Spoiler-Vertrag? Ich weiß nicht, wie man diesen Vertrag lesen kann. Ich kann nur Ziele scrollen. Ich kann auf Karte anzeigen. Ich kann Quest aktivieren. Erfülle Larens Verträge. Herdenhinterhalt. Finde weitere Beute. Unternehmerlager. Ich verstehe nicht genau, wie das hier vonstatten gehen soll. Eine Gruppe Auslandplünderer wetteifert darum, eine Rüstung anzufertigen, die alle Gefahren des verbotenen Westens trotzen kann. Ja, es funktioniert ja nicht mit der Rüstung. Land benötigt die Panzerung von Panzerwandererkiste, um eine Rüstung zu bauen. Ein Angriff auf eine nahe Herde könnte seine Leute mit dem versorgen, was sie brauchen. Weitere Einzelheiten findest du in der Datenpunktkopie des Vertrags. Begib dich zum Durchgang. Rede mit dem Anführer der Plünderer. Also, Panzerwandererkiste, seine Rüstung zu bauen. Okay, Angriff auf eine nahe Herde. Ich brauche Panzerwanderer. Die Panzerung einer Panzerwandererkiste, um seine Rüstung zu bauen. Panzerwandererkiste. Ist das eine Maschine oder ist das einfach eine scheiß Kiste? Das ist schon eine Maschine, oder? Feuerrücken, Areal, Lagerfeuer, gepanzerte Krebse mit enormen Verteidigungsmöglichkeiten. Ist das so ein Krebs wie in der Maschine, also bei der Anlage da, oder wie? Also muss ich das dann machen? Quest aktivieren. Da kann ich auch mal hin hier. Kann ich da irgendwo hinporten? In der Nähe kann ich irgendwo hinporten hier oder was? Jo. Gucken wir mal, wie das so ist. Ich will diese Dinger hier abarbeiten.
diese Aufträge da. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Na, glaube ich nicht. Man merkt direkt, dass ich Laute gemacht habe hier. Was ist denn hier? Achso, werden wieder welche angegriffen? Wie das halt immer funktioniert mit keiner Munition, ist ganz wild, sage ich euch. Und dann tue ich immer da wegklicken, weil ich dodgen will. Noch. Das ist schön, dass du noch kannst. Mach uns stolz! Zusammenbleiben! Wenn so Tontaum schießen wir eben. Ich wollte ja gerade auf das grüne Ding schießen, aber... Wie willst du denn da so schnell ziehen hier? Ich kann hier auf die Schwachstellen ziehen, weil die sich so schnell bewegen, ich nicht nachkommen mit dem Controller. Mache ich genauso viel Schaden auf jetzt. Ob ich jetzt den Bogen auflade oder nicht. Hallo? Achso, ich dachte, ich habe. Mann, ich dachte, ich kann die töten einfach so. Jetzt hat hier. Ganz ehrlich, ich weiß echt nicht, ob das wirklich so vorgesehen ist, dass du da so komisch zoomst und das Ganze machst. Das verstaue ich für später. Wie kämpfen denn die anderen? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich mich informieren muss. Ich muss anderen Leuten zuschauen, wie sie spielen. Weil dieses von der Nähe, dieses Zoom und dieses So, wenn der Gegner neben mir steht, draufschlagen bringt nichts, aber so, wenn ich da mache und das alles, ist halt auch irgendwie total der Krampf. Also das kann nicht so vorgesehen sein. Aber wenn es so vorgesehen ist... Ohne mich. Mich beginnt es langsam zu langweilen, dass ich im Kampf nicht ein bisschen Kontrolle habe. Nicht einmal ansatzweise. Steuerung hin oder her. Ich quäle mich, ich versuche es, so gut es geht. Aber beim besten Willen, hey, wenn das wirklich so komisch ist, dass man so kämpfen muss. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Aber wenn ich jetzt nicht unbedingt Fallen nutzen möchte. Also der Bogen ist das denn nicht einmal mit der Zoom-Stufe. Es ist ja eigentlich das, die Fähigkeit zu verlangsamen. Weißt du? Ja, es gibt ja 20 Millionen Bögen. Ich habe ganz viele hier. Hier habe ich 8 Schüsse, hier habe ich auch nochmal 24 Schüsse. Probiere ich mal mit denen hier.
Dann mache ich, habe einen Kriegerbogen, hier ist mein Jägerbogen. Ich bin Jäger, voll auf Jäger geskillt, aber ich mache jetzt einen Kriegerbogen. Okay. Es muss halt langsam sich was ändern, also es muss einfach besser werden. Also entweder ich vom Skill her oder so, es muss einfach besser werden. The fuck, was mache ich da für Schaden? Dass ich die ganze Zeit Fallen vor die Füße lege, das ist nicht mein Gameplay. Weil langsam habe ich jetzt, ich bin jetzt hier, habe schon so viele Stunden gespielt und langsam möchte ich ein bisschen Kontrolle über mein Gameplay haben, nicht nur random treffen oder nicht. Ja, dann lerne ich das halt dann. Ist das jetzt besser oder was? Bin ich jetzt damit besser? Wieso sagt ihr mir das mit den Spulen? Habe ich hier für Waffen Spulen? Ich habe auch noch einen Feuerjägerbogen. Genau, habe ich ja auch noch. Wie ist denn das genau mit dem Damage? Ich will Initialschaden wissen und ich will Tick Dot wissen. Also, das Ding macht Scharfschussbogen 75 Schaden und mit 38 irgendwas brechen, Teilbrechen oder so. Das ist schon sehr, sehr krass. Der ist Feuerjägerbogen, der macht nur die Dot-Sachen. Feuer C, 49 Tick oder so. Kriegerbogen macht 22 Damage und 36 durchbricht er, deswegen macht die Sachen kaputt anscheinend. Schneider, Häcksler, Handschuh, das Ding zum Werfen. Genau, ich habe das noch nicht geschafft, alle auf Stufe 3. Aber ich finde den Jägerbogen, den ich habe, ganz normal schon nicht schlecht. 28 Initialschaden und 60 Durchbrechungsrüstungs irgendwas. Und auch noch, wenn ich möchte, Kuri-Dings da, also Giftschaden. Okay, also wir machen es so. Kurze Distanz, wir wechseln zwischen dem Scharfschussbogen, also dem Jägerbogen. Warte mal kurz. Ablegen. Legt ihr mal alle ab, mein Freund. Wir machen es mal anders. Legt ihr mal alle ab, wir brauchen nichts davon. Wir tun es mal anders probieren. Also. Der normale Jägerbogen, das ist das Ding, ne? Das ist mein Standardteil. Das rüste ich aus, das ist ganz oben. Main. Okay. Dann den daneben, Kriegerbogen, rüste ich aus, rechts daneben. Second Main. Gut. Links daneben hätte ich meinen Wurfspeer trotzdem, Stachelwerfer, weil der ist schon sehr, sehr stark. Habe ich. Gut. Dann habe ich erstmal für die Range, für Melee und dann für das andere. Testen wir erstmal so. Und die sind alle Stufe 3 eigentlich. Stufe 3, Stufe 3. Nur hier ist keine Spule eingerichtet, weil ich vielleicht keine habe. Aber mittlerweile habe ich eine. Hallo Sinkri TV, was geht?
Was läuft? Was läuft? Was läuft? Na, wie war dein Wochenende? Bist du befriedigt? Auch für dich ganz viele Sachen auf YouTube. Jeden Tag jetzt Videos, 2-3 Stück. Was geht, was geht? Niederschlag, Niederschlagskraft hier, Reisschaden. Ja, ist cool. Ich verschaffe meinen Zugang. Dankeschön. Ach so, das ist ja ein Schwachstellen. Okay, das ist gut. Wo ich... Im Vergleich zu was genau, Sinkri? Weil du sagst, erhöht sind es da Stufe 3 bei der Schaden und Schwäche. Nicht Sinkri, Tycho. WB, Sinkri, schön, dass du da bist. In letzter Zeit viel passiert. Besonders in den letzten 3 Tagen. Viel im Streaming gemacht. Kann ich dann gleich erzählen in 3 Minuten. Qualität ist halt grün. Ach, ich habe aber keine andere Qualität, oder? Viel live im Stream geschnitten, encoded mit YouTube, mit Hashtags, mit Twitter und alles gepostet. Und ja, versuche noch Freunde überall herzukriegen, dass wir noch ein paar mehr Klicks kriegen, Views kriegen, dass noch ein bisschen mehr Content hier kommt. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast dann Bumserino Wochenende hinter dir. Kenne ich die Person, die da war? Ich hatte mir bei Händler einige Sachen gekauft, aber anscheinend auch nur das grüne Ding da. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Ja, sei froh, dass der Fokus nicht kaputt ist. Imagine. Kommen in meinen Rucksack. Naja, es ist halt so. Er hat halt erzählt, dass er Besuch bekommen hat. Er musste sich fresh machen, Haare schneiden, waschen, duschen, alles mögliche. Also hat er halt Damenbesuch bekommen. Was soll er machen? Schön, dich zu sehen. Vergiss nicht zu üben. Was da? Viel Glück in der Wildnis und. Kehr um, Fremde! Ich hab was Steinhard Cooles für euch. Nur für Utaru. Ja, aber ist doch Tatsache, Sinkri. Da komm ich wohl nicht rein. Für seine Mama macht man sich nicht so frisch. Die kennt einen. Die hat dir den Arsch gewischt, als du klein warst. Die scheiß drauf. Begib dich zum Pass Durchgang. Auf, wo du hintrittst, Besucherin. Giftige Pflanzen bedecken unsere Felder. Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ich sollte nochmal die Fakten durchgehen. Den Vertrag schnell lesen. Panzerwanderer benutzen auch diesen Durchgang. Und Larent will ihre Panzerung. Alter, ich weiß nicht, wie ich so einen scheiß Vertrag lesen soll. Ohne Witz. Der Konvoi. Er ist hier. Was kann ich später aus dem Vorrat nehmen? Eine Munition, die Löschwasserschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne den Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie anfällig für Löschwasser sind. Sie ist mit Löschwasser... Ja. Finde ich gut. Also, Löschwasser, halber Feuerwehrmann, immer mit dem Pimmelschlauch drauf. Finde ich gut, Sinkri. Solange er jetzt noch wehtut, freut's mich. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Erledige die Maschinen. Die Rebellion der Maschinen ist am Start. Ich kann jetzt Gräber überbrücken. Was kannst du? Was willst du von mir?
Brauchst du nicht schreien, gibt nichts zum Schreien. Ich bin nur ich bin's. So. Ob ich diese Maschine wirklich töten kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Wie immer, schnabulieren, abonnieren, liken, kommentieren und so weiter. Und Daumen nach oben, ganz wichtig. Kappa. Also, bis zur nächsten Folge.